Bei mir hat sehr viel im Wald irgendwie angefangen. Ich habe angefangen, im Wald zu tanzen und ich habe angefangen, im Wald zu schauspielen und Geschichten nachzuspielen. Ich weiß es aber nicht genau, warum es der Wald war. Ich glaube, weil sonst kein anderer Ort da war, wo wir hätten hingehen können. Tanz ist für mich eine Tätigkeit, bei der ich loslassen kann, bei der ich meinen Kopf ausschalte und mich einfach reinwerfe und auch manchmal die Bewegung fließen lasse. Ah, das wär's, by the way. Also während ich studiert habe, also BWL studiert habe, war Theater immer mein Hobby und mein Ausgleich. Und jetzt ist es so, dass eben Theater mein Hauptberuf ist. Und lustigerweise mache ich in meiner Freizeit noch die Steuern von meinem Freund. Also irgendwo ist es noch da, dieser Ausgleich. Ich konnte vor dem Studium gar nicht singen. Und jetzt seit dem Studium habe ich gemerkt, ah, eigentlich könnte ich es. Es fehlt nur die Übung. Und deswegen würde ich gern richtig, richtig geil singen können. Kann ich aber nicht. Noch nicht. Und deswegen lip-sync ich bisher. Drag ist für mich ein total bereicherndes Hobby geworden neben dem Schauspiel. Und ich habe das Gefühl, es gibt mir extrem viel in dem Sinne, dass ich meiner queeren Persönlichkeit einfach mehr Raum geben kann. Und ich sammle einige Erfahrungen, die ich dann wieder ins Schauspiel mitnehmen kann. Luca Kronast reichert. Reicht. Reicht? Für dich auch. Für dich auch.